dass der Saal der Träume für Sie nicht erfüllen sollte? Ist das der Saal der Träume? Ich bin noch immer, muss man sagen, ganz gefangen von diesem Erlebnis, diesem Saal, an dem wir ja doch jetzt über 10 Jahre. Pardon? So ist besser. So ist besser. Zu viel Hintergrundgeräusche. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn man in so einem Konzert sitzt und endlich das erlebt, wofür man 10 Jahre gearbeitet hat. Und auch merkt, es funktioniert. Es ist sogar noch besser, als man sich das vorgestellt hat. Das Publikum ist begeistert, die Orchestermusiker wahnsinnig engagiert, sie spielen um ihr Leben, die Stimmung ist gut, das Licht ist gut. Also sie sehen einen sehr glücklichen Intendanten vor sich. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Auftakt für die Elbphilharmonie, ein gutes Omen für das Konzertprogramm hier im Haus. Was? Jetzt würde ich gerne feiern ein bisschen mit doch erst ein paar hundert Freunden, die hier sind aus der ganzen Welt. Das ist auch sehr schön. Es rattert die SMS im Minutentakt Glückwünsche aus der ganzen Welt eigentlich, weil die Musikwelt schaut auf uns. Man will wissen, wie es hier ist in der Elbphilharmonie. Es rufen große Maestri an, große Künstler und es ist ja ein Rieseninteresse. Die ganze Musikwelt schaut nach Hamburg, wie es uns hier jetzt heute ergangen ist in der Elbphilharmonie. Bitte.